Hallöchen YouTube und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt bei uns auf der nordfriesischen Marsch. Ich sehe gerade mal wieder, dass unser Heujunge, Gras-Schwaler-Junge oder Mädel sich mal wieder festgefahren hat. Nochmal die Aue zuweisen, dass es weitergeht mit ihr. Dann können wir ja endlich mal die Fuhre wegfahren. Schnell noch zum Lauermühle. Ich würde sagen, erstmal zur Mühle. Dann können wir auch mal mit dem Metrisch abtanken und dann ist es ja die Fläche auch schon fertig. Wenn wir heute mal erstmal richtig schön dick vorher Wände ziehen. Oder kippen wir das erstmal ins Silo. Silo wäre es am besten. Ja, machen Silo und dann machen wir heute kein vorher Wände, aber machen unser Gras weiter, dass unsere Kühe endlich mal richtig in die Gänge kommen. Dass es da weitergeht mit uns und ich weiß ja nicht, welchen Tag wir heute haben. Ich mache ja noch Produktion am laufenden Band. Daher weiß ich es momentan nicht. Wie gesagt, die Karte habe ich am Wochenende noch, diesen Part habe ich noch am Wochenende hochgeladen und wie gesagt, hochgeladen am Wochenende mit dem anderen Projekt, was hier noch bei mir am Laufen ist und mal schauen, welche Karte als nächstes wirklich kommt. Einer von denen wird kommen, fragt mir auch nicht welche. Vielleicht nehmen wir eine Standardkarte dazu. Mal kicken. Wie gesagt, ich möchte jetzt mal eine Karte haben, wo nicht so viel Produktionszweige drauf sind. Da es jetzt ein bisschen leichter geht und schneller. Daher bin ich auch am gucken. Welches am sinnvollsten ist und am einfachsten ist, die eine von den Standardkarten zu nehmen und da loslegen. Also lasst euch überraschen, welche Karte es wird. Ich weiß es nämlich jetzt selber noch nicht. Was entscheide ich die Woche? Ihr könnt mir auch unten drunter schreiben, welche Karte ihr gerne sehen wollt. Ihr gerne sehen wollt und vielleicht ihr könnt mich gerne runterschreiben, welche Karte ihr gerne sehen wollt. Vielleicht schreibe ich es ja, vielleicht nehme ich es ja mit rein. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Da lasse ich mich selber überraschen und mal schauen, was sich hier kommt insgesamt. Daher ansonsten nehme ich wahrscheinlich eine Standardkarte mit drin und vielleicht eine Map. Mal schauen, was sich hier rauskommt. Mal schauen, aber ihr werdet demnächst sehen, welche Karte es wird. Lasst euch genauso überraschen wie ich mich. Mal schauen,
Ich weiß es selber noch nicht. Aber wir machen jetzt auch mal unsere Kühe glücklich, dass wir die wenigstens Produktion hochkriegen und dann geht's auf der nächste Karte zu, nächste Karte, nächste Fläche zu und da brauchen wir halt wirklich lange diesmal auf der Fläche und daher müssen wir halt noch ein bisschen was machen, vorbereiten. Wie gesagt, heute das Gras noch fertig machen, unsere Kühe. Dass wir das endlich am Ende haben, also dass wir das weg haben und aber naja, man kann ja nicht alles auf einmal machen, also müssen wir uns eins nach dem anderen wegmachen. Daher machen wir jetzt einmal die Wiese fertig und dann werden wir sehen, was wir dann werden wir noch den Roggen runterbeißen, Mühle fahren. Wenn was übrig bleibt, schon in Brauereien reinschippern. Aber da ein bisschen was farmen und mal schauen, wie es sich entwickelt überhaupt. Da lasse ich mich selber überraschen, wie wir das runterkriegen. Wenn wir reichlich runterkriegen, haben wir wenigstens Wasser erreicht und haben wir wenigstens noch eine Einnahmequelle, dass wir uns endlich die nächste Fläche holen können. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch noch in die Milch reingehen. Da müssen wir jetzt uns drauf hinarbeiten. Deshalb mache ich jetzt ja erstmal noch ein bisschen Gras, dass die Kühe ein bisschen mehr Milch produzieren, da wir nicht mal auf dem Dach nicht mal einen Tank, nicht mal 30 Kubikmeter haben an Milch. Müssen wir halt uns ein bisschen lang hinzaubern. Gucken wir schnell noch, was der Elfer schon mehr hat. Aber erstmal müssen wir unser Silo voll machen und erstmal Kühe füttern. Das ist momentan am wichtigsten. Daher machen wir es auch. Nebenbei gucken, was der Helfer schon hat, wo er schon mal blockiert wird. Aber so wie es aussieht, ist es ja heute. Immer müssen wir noch mal helfen, den Helfern, denn also ihr schafft. Aber der ist jetzt alle und da werden wir gleich noch eine Fuhre reinfahren müssen, dass die uns glücklich bleiben und uns reichlich Milch bescheren. Ich weiß, wir haben nicht Weihnachten. Daher müssen wir halt noch ein bisschen was schaffen und mal schauen, wie weit wir eigentlich mit der Karte kommen und ja, momentan haben wir bloß noch unser Sägewerk, Sägefabrik und die Mühle und Bäckereienjange. Alles andere leider auch nicht. Da uns noch halt die Sachen fehlen, beziehungsweise noch nie lange haben. Ich will halt hier noch die Fläche noch mal mit, ja, mit Raps drauf legen, dass wir da noch ein bisschen was drauf haben und
die anderen Flächen noch ein bisschen bewirtschaften. Dass wir noch mächtig viel Raps haben. Vielleicht noch mal einen großen Schwung Weizen. Dass wir da ein bisschen auf dem Grün kommen, so dass uns die Anlage nicht wieder trocken läuft. Aber wir werden jetzt noch die Bahn runterfahren, in der Hoffnung, dass wir es schaffen. Nur Probleme. Um uns festzufahren. Dann werden wir das hier schnell wegnehmen. Nee, muss ja nicht. Ich habe mir hoch hier. Wie gesagt, wir werden die Fläche noch fertig machen und hier noch was schaffen, und daher müssen wir jetzt uns ein bisschen am heute mal ein bisschen auf der Wiese abhängen, die fertig machen, da wir wirklich noch nicht viel haben und wir müssen halt noch ein bisschen Milch produzieren, dass wir uns endlich unsere Milchproduktion in Gang haben. Daher bin ich jetzt ein bisschen auf Milch aus, dass wir da die Produktion wenigstens im Gang noch kriegen. Und das ist halt in der leichten Produktion. Ich hatte ja uns auch Mist für den Dünger, da kann man Dünger draus machen, beziehungsweise Saatgut. Daher müssen wir aber noch was schaffen. Auch der Helfer, dann nervt man dann ein bisschen hier. Werden wir den Streifen mal schnell noch mit der Hand runter semmeln. Zusammen machen und dann Hoffnung, das passt hier. Dass der Helfer sich nicht so auffrisst, schon mal hier aufhängt. So wie es aussieht, wird es ja gerade noch eine Bahn. Dann können wir uns ja unser Laden wieder sammeln wir betätigen. Dass wir wenigstens die Fuhre weg haben. Daher müssen wir uns halt noch ein bisschen betätigen auf die Wiese heute mal und wahrscheinlich im nächsten Part auch noch. Wahrscheinlich werden wir dann, wenn die Fläche wieder hochgewachsen ist, mal Heu machen. Aber irgendein Problem hat der Helfer schon wieder. Der hat einfach mal aufgehört. Zu werden wir uns jetzt gleich den selber schnappen. Die letzte Bahn fertig machen. Dass uns die Probleme nicht mehr da sind. Werden wir schnell selber machen, daher machen wir uns jetzt schnell fertig und dann brauchen wir uns halt nicht mehr mit dem Helfer rumzuärgern, daher mache ich jetzt mit der Hand schnell fertig und dann war es das nämlich auch hier mit Schwadern und haben wir das wenigstens auch schon weg. Na, wir machen heute noch unsere Kühe fertig, dass die FAI hat, ja gut, dass die Fläche auch fertig
Betrillt. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt noch dir den letzten Stück schwarz machen und den absammeln. Dann können wir auch demnächst hier die Gerstefläche anfangen und in aller Ruhe erst die weg ist und dann, oder? Was meint ihr? Wir machen ja mal die Wiese fertig, oder? Ja, wir machen ja mal die Wiese fertig und dann kann man die Gerste in Ruhe runterschneiden. Kann man die wenigstens noch fertig machen. Ja, und dann mal gucken, was ich. Dann können wir auch die Maschinen hochfahren. Ansetzen zum Gruppern. Ja, zum Gruppern. Aber wir müssen halt noch mal unsere Tiere machen. Daher müssen wir uns ein bisschen sputen. Dass wir dann endlich unsere Milchproduktion auch am Laufen haben und daher müssen wir uns halt noch ein bisschen was lang hin machen hier und ich will halt als nächstes wirklich noch die Milchproduktion in Gange haben, daher jetzt machen wir dann die hier mit Gras, als nächstes machen wir noch Silage. Können wir auch die Futtermischstation in Jange schmeißen und daher mal den nächsten Plussi fahren, nächste Wind drinne. Denn wir haben hier noch reichlich zu tun, daher müssen wir uns halt noch ein bisschen betätigen. Und das schaffen hier, deshalb machen wir jetzt in diesem Part mal eine Runde Wiese, so dass wir mal die Kühe zufrieden haben und dann werden wir das Vollwände ziehen der Fläche hier, so dass wir mit dem Helfer lang hin machen können, dass der Helfer lang hin macht, nebenbei dann noch den restlichen Gras insammeln. Wie gesagt, die Folge sollte eigentlich heute mal bloß eine Fütterungstour sein. Dass unsere Milch nicht endlich in Gange kommt und daher, dass wir hier noch was schaffen und das muss halt auch passieren. Dann stehen wir hier für einen Milchtank 4 Tage oder kaufen uns noch mal ein paar Kühe nach. Aber es hat denn keinen Sinn in meinen Augen, wenn wir sie nicht füttern. Gefüttert werden müssen sie ja. Gut, das reicht ja schon erstmal aus für die nächsten Tage. Daher werden wir jetzt das hier erstmal ins Silo kippen. Dass wir noch einen kleinen Vorrat da haben. Oder fahren wir jetzt noch hoch zur wir fahren noch hoch zur Futtermischstation, kippen es da ab, wenn sie uns annehmen, wenn sie sich überhaupt noch annehmen, das Gras. Das ist halt immer noch die Frage, ob sie es annehmen oder nicht mehr. Wollen wir halt mal gucken. Wie das sind auch die einzigen Tiere, die wir haben. Also unsere Kühe.
Schafe haben wir noch keine, Schweine haben wir noch keine. Daher müssen wir uns wirklich noch ransputen. Mal den Schwung noch schnell voll machen hier. In der Hoffnung, dass wir es hinkriegen. Und uns mal wieder nicht festfahren. Ja, Hänger mit dem Hänger fest. Lol. Das schaffe ich nur. Und er nimmt es an, wenigstens das schon mal fertig. Dann werden wir schnell noch Metrasch abtanken, so dass wir den nächsten Part mit Vorebene anfangen können. Und dann werden wir die Fläche, die wir jetzt anfangen, mit Weizen bestellen. Dass wir da noch ein bisschen Vorrat haben. Und die Produktion uns nicht in Stillstand kommt, also müssen wir halt noch ein bisschen was auf Weizen gehen. Und dann wahrscheinlich können wir eventuell mit dem Weizen entweder Kastenbier oder Fassbier machen. Eins von den beiden geht ja. Dass wir die dann in die Gänge kriegen und dann jetzt jeden zweiten Schwung, Schwung Bäckerei, Entschuldigung, Bäckerei, ein Schwung Mehl, ein Schwung Brauerei. Ich denke mal, so werden wir das jetzt in den nächsten Parts machen. Soll mal abwechselnd das Zeug hin und her fahren. So dass wir die beiden Produktionen noch in Gang haben. Zusätzlich. Aber wir müssen ja erstmal anschneiden. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85RP. Tschüss.